die vorgestern noch ein Video auf meiner Facebook-Seite gestellt. Da hat ein junger Kandidat in der Nähe in Niederösterreich erzählt, warum er für NEOS kandidiert. Und ich habe mir gedacht, den Text habe ich selber geschrieben. Ja? Also der hat das wirklich, weil es früher gab, wir haben es nie gesehen. Und da kommen Gedanken nicht in den Worten, wie ich sie setzen würde. Man, komplett deckungsgleich in der Haltung, im Zugang auf Politik. Und das ist berührend. Aber wir sind als NEOS in Phase 3, wenn man so will. In Phase 4 sind wir dann Sitznachbarn, hoffentlich demnächst, ja, mit den Grünen. Schauen wir mal. Ja, wir hoffen schon, dass sie reinkommen. Also, wir sind ja nicht nur wertschätzend, sondern auch großzügig. Das ist, also wir sind da total leibende Mitbewerber. Phase 1 war tatsächlich die Phase, wo wir gestartet sind mit zwei Menschen und dann haben wir in 14 Klausuren online, offline, in über 250.000 ehrenamtlichen Stunden das Programm erarbeitet, sind in die Arena gestiegen für die Nationalratswahlen. Alle außer uns haben gesagt, es geht nie. Über 1000 Parteigründungen seit 1975 und die Statistik ist gegen euch und überhaupt ist es unmöglich. Die Männerpartei hat gesagt, wir werden drin sein, es sind ja die Hälfte Männer. Die EU-Austrittspartei hat gesagt, wir werden drin sein, es sind ja 20% gegen die EU. Und so hat es ganz viele, wir haben mit 25 anderen Parteigründungen damals auch Gespräche geführt. Und so sind wir dann übergetreten in Phase 2, Ende September 2013, wir sind reingekommen. Völlig unmöglich und doch haben wir es geschafft. Und ich glaube, das war damals ein kraftvolles Zeichen. Ja, es ist möglich. Man kann mit Entschlossenheit und mit einem guten Team, mit Esprit, sachlicher Leidenschaft Hürden überwinden, die für unüberwindbar gehalten werden. In der Phase 2 haben wir dann kackelt wie die Wilden im Parlament, muss man dazu sagen. Da anzukommen ist das eine. Da drin dann sich zu bewähren, das ist gar nicht so trivial. Das ist extrem komplex, das Parlament. Haben wir gesagt, wir werden uns keinen großen Fehler leisten. Da haben natürlich einige darauf gewartet und das haben wir auch nicht geliefert, diesen großen Fehler. Wir haben einiges gelernt, jawohl, aber wir haben, ich glaube, nächste Woche wird es aufliegen, hier auch, Glas NEOS, der erste Leistungsbericht von NEOS. Manche werden dann auch nach Hause bekommen haben. Alle, die nicht ihn geliefert bekommen haben, die haben sie noch nicht eingetragen mit ihrer Postadresse. Die sollten das nachholen. Und wir waren tatsächlich der emsigste Parlamentsclub. Also das konnten wir nachweisen in Zahlen. Wir hatten von den 183 Abgeordneten im österreichischen Parlament mit der Beate Weinreisinger die in absoluten Zahlen nach sämtlichen Indikatoren fleißigste Abgeordnete. Das hat das Format festgestellt. Wir waren der Parlamentsclub, nur mit einer Abgeordneten, die meisten konkreten Gesetzesinitiativen eingebracht haben, Initiativanträge. Plötzlich sind Dinge geschehen, die früher nicht gegangen sind. Wir haben gemeinsam mit den Grünen unter anderem, die Grünen haben um 20 Jahre dafür gekämpft. Und jetzt ist gegangen den Untersuchungsausschuss als Minderheitenrecht verankert. Wir haben, nachdem ich mit der Hunsdorfer noch in Albach und der Böcklerhof nachts am Anz diskutiert hatte, einen Monat vor der Wahl zum Thema Luxuspension, da habe ich gesagt, Sozialdemokrat. Und da sind Pensionisten mit 33.000 Euro pro Monat, 15 Mal im Jahr, während Durchschnittspension der Frau bei 830 Euro lebt. Wie kann das ein Sozialdemokrat durchdrucken? Ich könnte es noch verstehen, wenn der alles selbst einzahlt hätte, aber wir bezuschussen das aus Steuergeldern. Also die Sonderpension wird mit bis zu 1 Million auf Lebenszeit bezuschusst, während die durchschnittliche ASVG-Pension aus Steuergeldern mit 100.000 bezuschusst wird. Also Umverteilung von oben nach unten, von unten nach oben. Ja, da kann man nichts machen. Wohlerworbene Rechte, ja, das ist halt so und so weiter. Wir haben was gemacht. Haben wir da hineingeschnitten, weil es eine Frage der Gerechtigkeit ist. Auch kein Zufall. Hat man 20 Jahre probiert, jetzt ist es gegangen. Und so gibt es verschiedene Beispiele. Schulautonomie. Gerade heute ein Fehlstart dieser Bildungsreformkommission, die sich die Regierungsparteien jetzt nach 16 Monaten nach Regierungsstart haben sie sich zum ersten Mal getroffen. Haben jetzt mal gesagt, heute wollen wir uns kennenlernen.
keine Inhalte, keinen Zeitplan und so weiter, aber die Minister haben zumindest gesagt, Schulautonomie werden wir forcieren. Hier haben wir Konzepte auf den Tisch gelegt, 40 Seiten. Die Ministerin hat es. Wir waren gemeinsam in den Niederlanden vorletzte Woche und haben uns das angeschaut, nachdem sie vor einem Jahr noch gesagt hat, das ist Utopie und geht nie und nimmer. Und jetzt sagt sie, ja, in die Richtung können wir gehen. Also es bewegt sich in kleinen Schritten. Wir sind ungeduldig, die kleinen Schritte reichen uns nicht. Das ist die Phase 3 jetzt, 2015. Wir sind in 4 Landtagswahlen engagiert, wir sind in 5 Bundesländern in Gemeinderatswahlen. Wir werden bei den Hochschulwirtschaftswahlen an Bord sein, wir werden Ende Februar bei den Wirtschaftskammerwahlen auch die pinke Flagge hochhalten. Das ist für uns eine Wahnsinnsherausforderung. Warum? Erstens, wenn so schnell wächst, dann hast du Wachstumsschmerzen. Die haben wir immer wieder. Ich muss jetzt gar nicht zitieren, was da alles wehgetan hat. Jeder von uns hat so seinen persönlichen Schmerz und manchen haben wir gemeinsam geteilt. Du hast natürlich auch immer die Gefahr, dass du, ich vergleiche es mit einem Baum, ne, weil die Äste, die am schnellsten wachsen, sind die Wassertriebe. Ich weiß nicht, ich bin ein Baumliebhaber, ist bekannt. Also die Wassertriebe sind die Körner, der Baumliebhaber schneidet sie eigentlich. Warum? Weil sie sind unproduktiv. Sie rauben eigentlich sehr viel Kraft dem Baum. Sie sind aber imposant, weil sie schießen innerhalb eines Jahres einen Meter in die Höhe. Wir wollen kein Wassertrieb sein, kein politischer. Weil der trägt nie Früchte. Wir wollen ein Organismus sein, der natürlich auch pralle Früchte trägt. Und deswegen müssen wir in dieser Phase 3 2015 starke Wurzeln entwickeln. Und da ist die Steiermark natürlich ein ganz zentraler Faktor mit Gemeinderatswahlen, mit Landtagswahlen, mit Hochschulwirtschaftskammerwahlen viermal gefordert. Wenn wir diese 12 Wahlen hinter uns haben, wird NEOS sich völlig anders anfühlen wie jetzt. Und doch werden wir eine zutiefst auf Werte gebaute und in Werte gebetete Bürger, Bürgerinnenbewegung bleiben. Wir sind kein ideologisch-dogmatisch getriebenes Parteigebilde. Wir sind eine Bürger-, Bürgerinnenbewegung, verpflichtet den 5 Kernwerten von Beginn an. Das ist die Eigenverantwortung. Wir glauben, wir können das Leben als Menschen selbst in die Hand nehmen. Nicht jeder von uns zu jedem Zeitpunkt, aber wir sind frei und gleich an Würde geboren. Und wir können und sollen das Leben selbst in die Hand nehmen. Deswegen ist uns die Bildung so wichtig, weil es natürlich nach dieser Geburt frei und gleich an Würde geboren um die Entfaltung des Menschen geht. Und da sind die Familien gefordert, da ist der Staat mit dem Bildungssystem gefordert. Wir glauben an die Freiheitsliebe. Wir sind freie Menschen. Mit einem aufrechten Gang hoffentlich. Befähigt zur eigenen Entscheidung. Wir glauben an die Nachhaltigkeit. Das teilen wir mit anderen Parteien, dass wir an die Balance zwischen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft glauben, dass wir aber auch an Generationengerechtigkeit glauben, dass wir unter Nachhaltigkeit auch verstehen Chancengerechtigkeit in der Bildung. Bildung darf nicht vererbt sein. Talente sollen blühen. Und was auf Bildungslaufbahnen entscheidet ist, soll nicht sein, was sind deine Eltern, entscheidend soll sein, was ist dein Talent, was ist dein Bedürfnis. Daran soll sich entscheiden und nicht entlang der Frage, was ist dein Vorteil. Damit verbieten wir Zehntausende und haben verbogen Zehntausende Lebensläufe für junge Menschen. Tragödie, jeder einzelne verbogene Lebenslauf und ein volkswirtschaftlicher Wahnsinn. Kommen wir noch 2 stilistische Haltungswerte, neben Eigenverantwortung, Freiheitsliebe, Nachhaltigkeit. Das sind unsere inhaltlichen Paten. Bei jeder inhaltlichen Frage werden wir zu den 3 Paten gehen und fragen, was sagt die Freiheit dazu? Anlässlich der Wirtschaftskammerwahl. Und die Freiheit wird sagen, ja, die Pflichtmitgliedschaft mit fast 1 Milliarde Zwangsbeiträgen ist zu hinterfragen. Wird die Freiheitsliebe sagen. Und sie wird sagen, die Beiträge sind offen zu legen, wie sie verwendet werden. Und wenn die Wirtschaftskammer sich, wie der Rechnungshof kritisiert, weigert, offen zu legen, in welchem Verhältnis ihre Firmen mit Parteivorfeldern stehen, dann ist das eine Sauerei. Werden wir nicht akzeptieren. So, ich bin gleich fertig. 2 Haltungswerte. Wertschätzung, wir werden das Gemeinsame vor das Trennende stellen, das Positive vor das Negative. Die Politik ist natürlich auch ein bisschen ein düsterer Ort geworden und da braucht es auch Leute, die lustvoll anpacken. Politik ist für uns der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben. Eine ganz banale
Definition. Politik ist der Ort, wo wir uns ausmachen, wie leben wir miteinander. Und dann habe ich hineingefragt bei 100 jungen Menschen in Vorarlberg, steckst du die Köpfe zusammen, denkst drüber nach, was kommt da in den Kopf, wenn ihr Politik hört, wisst ihr, was da gekommen ist? Wenn 100 junge Menschen über diesen Ort nachdenken, wo wir gemeinsam ausmachen, wie leben wir miteinander, ist gekommen als häufigste Nennung Korruption, bringe nichts weiter, Stillstand, Lügen. Und jeder Skivereinsobmann oder jeder Unternehmerin weiß, wenn ich meine Mitarbeiter oder Kunden oder Mitglieder fragen würde, was schießt da in den Kopf zum Thema Skiverein oder unserer Firma und die sagen Stillstand, Lügen, Korruption, dann wissen sie, das ist nicht gut. Wahrscheinlich der Anfang vom Ende. Deswegen wollen wir Lust und Lebendigkeit in diesen Ort Politik bringen. Wertschätzung, positiven Zugang und Authentizität. Wir wollen so sein, wie wir sind, das muss reichen, damit wollen wir Politik machen. Als Menschen für Menschen. Das wollen wir hineinbringen und wenn ich eben gesagt habe, nach dieser Phase 3, 12 Wahlen wird sich näher völlig anders anfühlen, weil wir werden hunderte Gemeindemandatare, Mandatarinnen haben in ganz Österreich. Die werden was machen mit unserer Organisation, die werden rütteln am Landesvorsitz und sagen, das ist zu tun und so erlebe ich es in Leoben und was die Hartberg braucht, dieses und jenes und die werden unser Antlitz verändern, unsere Schwingungen, unsere Inhalte mitprägen. Wir werden möglicherweise in 5 Landtagen vertreten sein. Mit alles gut läuft, sonst halt in 4. Ist auch okay. Wenn wir aufstehen im Burgenland, Krone richten, weiter marschieren, ich sage immer, die Grünen haben 4 Anläufe gebraucht im Burgenland. Ja, und das muss man auch realistisch sehen. Ja, das passiert nicht über Nacht. Wir sind hier als Marathon unterwegs, ist kein Sprint. Aber wir werden jeden Wahlkampf als Sprint innerhalb des Marathons anlegen. Und für dieses Sprint wünsche ich euch alles Gute in der Steiermark und freue mich, dass hier sich in der grünen Mark starke pinke Wurzeln mit entwickeln. Alles Gute dafür und danke herzlich im Namen aller NEOS für euer großartiges Engagement hier. Ciao. Willst du auch mit mir? Okay. Das ist gefährlich. Solange kein Blut drauf.